Grüß Gott, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich. Nein, nicht zum literarischen Quartett. Das gibt es nicht mehr, das ist Schluss, aus und vorbei. Davon hatte ich die Nase gestrichen voll. Nein, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie vielmehr zum lyrischen Duett. Lyrisch, weil Nomen est Omen, die Lyrik hier selbst einmal das Thema sein soll. Und Duett, weil ich dies mit einer weiteren Person außer mit mir selber diskutieren werde. In jeder Sendung stelle ich einen jungen, zeitgenössischen, mir jedoch völlig unbekannten Dichter vor, der hier sein belletristisches Werk einer breiteren Öffentlichkeit als mir selber vorstellen wird. Und so begrüße ich heute Abend, ich begrüße hier den werten Herrn Schwäbli, Hallöle! Danke sehr, na ja sicher. Na klar. Ja. Ja, Schwäbli, gell? S wie Stuttgart, C wie Kalf, H wie Heilbronn, W wie Weibling, E wie Edge, B wie Badge, L wie Lappalien und I wie Italien. Sie und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin super gut drauf. Das ist ganz wunderbar, lieber Herr Schwäbli. S wie Stuttgart, bitte lieber, das ist doch hier kein Buchstabierwettbewerb. Also ich lese jetzt mein erstes Gedicht vor und mein erstes Gedicht heißt Na sowas. Das heißt Na sowas. Ja, wart das schon oder geht es noch weiter? Ja, Moment, also los geht's. Wer lehnt da so kokett an der Häuserwand? Mit einem Wachturm in der Hand, halb Stricho, halb Zeuge Jehovas, na sowas! Fertig. Soll ich nochmal vorlesen? Um Himmels Willen, nein, die Aussage ist vollkommen unmissverständlich und klar. Es geht Ihnen in diesem Reimwerk, wenn auch für meinen Geschmack, ein bisschen zu trivial, lieber Herr Schwäbli. Es wie Stuttgart, bitte lieber nicht buchstabieren. Das ist ebenso enervierend wie vermessen. Ja, wenn Sie auch meinen Nachnamen mal wieder vergessen, ob's aber schon wieder, haben Sie es gemerkt, vermessen und vergessen. Ich versuche ja nicht mit solchen Reimen, mich bei Ihnen einzuschleimen. Nein, nein, lieber Herr Ranitzky, nein, mitnichten. Ich habe bloße Talent zum Dichten, ob Sie, lieber junger Freund, ein Talent zum Dichten haben, überlassen Sie bitte mir. Ich bin Kritiker und als Kritiker muss ich Ihnen sagen, Ihr Werk ist ganz nett, gell? Sagt mein Schwager auch immer und so schön billig. Nein, junger Freund, so geht es nicht. Ich hätte dann noch ein Gedicht. Im Fernsehen schaue ich Mann um Mann mir immer gerne Baywatch an. Wissen Sie, dass diese wunderbare Pamela Anderson ist mir ein Begriff. War das schon? Doch wüsste ich bei der Küstenwache nicht, was ich mit solchen Brüsten mache. Beim Anblick solcher großer Busen kann ich es mir zwar nicht verknusen, zu sagen, Gott, sind die galaktisch, doch für den Job halt nicht sehr praktisch. Also lieber. Also lieber, ich muss Sie wirklich sehr bitten. Wieso? Sind doch Mördertitten. Die kann die Pamela beim Tauchen und auch beim Schwimmen nicht gebrauchen. Die Möpse, diese prallen Fetten, die hindern doch beim Leben retten. Und dennoch möchte ich solche Möpse loben, denn jeder weiß ja, Fett schwimmt oben. Aber wissen Sie, das ist ja grauenvoll und ganz dilettantisch. Wieso? Ich finde Möpse eigentlich ganz romantisch. Unsinn, das ist pornografisch. Ich hätte dann noch eins. Darf ich? Niemals wird mein Schwänzle steif, sehe ich im Fernsehen 9 live. Das ist ja grauenvoll. Das ist grauenvoll. Liebe Zuschauer, Sie sehen mich zutiefst betroffen, beschämt und alle Fragen offen. Wir sehen uns in 14 Tagen. Es grüßt Sie, Ihr Marcel, der Rezensent. Ich habe ein bisschen abgenommen. Man sieht es vielleicht nicht, muss man hin wieder. Es ist ja auch Fernsehen dabei. Frau Mauren, drehen Sie sich doch mal weg, meine Güte. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht,
wie es Ihnen dabei geht. Es so? Ich glaube, so geht's. Jetzt ist die Hose ganz auf. Super. Das ist so der Albtraum. Das ist eine Hose.